Hallihallo, liebe Manaflask-Community. Auch heute wieder ein herzliches Hallo auf dem Weihnachtsmarktkalender. Scheiße, das ist der Adventskalender, nicht Weihnachtsmarkt. Ja! Hallo, liebe Manaflask-Community. Willkommen wieder zum Adventskalender. Ihr habt ja schon fleißig die letzten x Tage reingeguckt und ich bin froh, dass ihr es auch heute noch macht. Und wir haben auch heute wieder lustige Videos für euch, und zwar heute mal in eigener Sache, und zwar geht es um Crazy Sunday. Erinnere mich da nicht dran. Oh Gott, das war einer meiner schlimmsten Momente in meinem Leben und er wurde auf Video festgehalten. Ist doch super, ich fand's lustig. Vor allem, wenn ich mir unser eigenes Video angucke von Crazy Sunday, muss ich immer noch lachen. Aber ja, hauptsächlich stimmt. Über Hans. Hallo Hans. Hallo. Nope. Ja, klickt drauf unbedingt. Und ohne großes Schnickschnack kommen wir doch zu den heutigen Dingen, die wir vorhaben. Und zwar möchten wir einige Fragen heute klären aus dem Forum. Und zwar sind es, glaube ich, 4 oder 5 Stück an der Zahl. Ja. Und Jens, leg doch einfach mal los. Also die Fragen sind jetzt im Zuge der Tatsache, dass wir Weihnachten in großen Schritten immer näher kommen, ein bisschen seriöser. Wir sind ja keine Spaßveranstaltung, sondern wir wollen ja auch mal ein bisschen was über uns preisgeben, was ihr vielleicht noch gar nicht wisst, oder wo ihr sagt, oh, sie ist so süß. Ja, wenn nicht, dann auch egal. Also, wir fangen mal an. Die Fragen sind alle von dem gleichen netten Community-Mitglied, das ihr jetzt eingeblendet seht. Ich hoffe, er hat ein Nacktbild von sich im Profil. Nein, nicht. Avatar? Schade. Also, Smasher. Die erste Frage lautet, wirst du jemals zu alt sein für World of Warcraft? Vielleicht. Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber bestimmt, ja. Es wird irgendwann eine Zeit kommen, wo man sich denkt, hey, neues Spiel oder hey, irgendwas anderes. Und ja, ich denke schon. Irgendwann geht's immer weiter. Und wie sieht's denn bei dir aus, Jens? Ja, ich denke, das wird sich irgendwann verselbstständigen, zumindest mit World of Warcraft. Entweder weil vielleicht ein neues, tolles MMO von Blizzard rauskommt, oder weil... keine Ahnung, einfach mal, weil die Interessen einfach nicht mehr so da sind. Vielleicht Familie gründet, ist ja auch jetzt nicht so fern, ja? Wir sind ja auch schon alt, Smasher. Wir gehen ja auch hart auf die 30 zu. Nächste Frage. Okay, nächste Frage. Was spielst du so Ende 2011, beziehungsweise wartest du auf irgendein bestimmtes Spiel? Ende 2011, was spiele ich da? Wir haben Ende 2011 und ich spiele World of Warcraft und Skyrim. Tada! Einfache Frage. Ja, ist so gut. Jens? Also, Skyrim spiele ich nicht, World of Warcraft spiele ich aktuell 4.3. Ja, und, Star Wars, The Old Republic freue ich mich drauf. SWTOR. Das werde ich wohl. Ach ja, genau. Battlefield 3 spiele ich auch. Battlefield 3 spiele ich auch. Da könntest du mich mal adden, du Penner. Ich spiele mir keinen Loose, sorry. Nächste Frage. Was war dein Kindheitstraum? Eine sehr schwere Frage, aber serious. Okay, beantworte du die mal als erstes. Ich muss noch überlegen. Also, mein Kindheitstraum war, ich hatte eigentlich mehrere. Also, früher. Ihr kennt das bestimmt so. Ihr habt immer bestimmte Sachen, die ihr haben wollt. Und zwar war es bei mir so, ich wollte unbedingt so eine Lego-Eisenbahn haben, als ich kleiner war. Kennt ihr die? Ja, und dann habe ich sie, eines Tages habe ich sie bekommen und habe ich echt, das jetzt sagen alle, voll homo, ja, oder fake and gay, ja, was die Leute mal in YouTube schreiben. Also wirklich, ich habe echt die ganze Nacht gesessen und ich habe halt nur dieses Basispaket von Lego bekommen, wo halt nur so großer Kreis drin war, ja, so aus Schienen. Und dann immer eine ganze Zeit im Kreis waren das. Und habe ich das so weit aufgebaut, dass ich damit früher, als ich Kind war, so halt, jetzt war ich da 8, 9 oder so, konnte ich damit immer in die Küche fahren, ja, unter Pinten. Immer so einen Waggon gehabt, wo ich das so umgebaut habe, dass meine Mutter ein Glas Wasser draufstellen konnte. Dann konnte ich mal zur Küche fahren und mal zurück. Das war mein Kindheitstraum. Also ich habe jetzt nichts Spezielles, irgendwie so, was weiß ich, hatte ich eigentlich nie. So, ich will einmal auf dem Mond sein, das will, glaube ich, jeder. Aber das fand ich halt damals echt, da habe ich mich echt gefreut, das weiß ich noch. Wow, das klingt total spannend. Ja. Arschloch. Nein. Kindheitstraum, weiß nicht, doch, krass, so eine kleine Erleuchtung, auf einer Kawasaki mitfahren damals. Wir haben hier einen Kawasaki-Händler, hier in unserem Dorf, und es war
mein Kindheitstraum, irgendwie da mal hinten drauf mitzufahren. Das hat er mir letztens erst gesagt, als ich mir meine gekauft habe, bin ich da vorbeigefahren mit der neuen, mit Lucy. Und er so, ho, hat sich dein Traum ja mal erfüllt. Nicht so, was für ein Traum. Ich wusste das gar nicht, und er hat es mir dann erzählt. Aha. Aha. Ja, ja, genau, genauso spannend wie mein. Bei mir war wenigstens noch ein bisschen Herz mit dahin. Fand ich. So. Man muss ja immer so tun, als ob man ein Herz hätte, ne? Dann, ja, die letzte Frage. Würdest du gerne mal einen Tag mit einem anderen Menschen tauschen? Oh, ich wäre gerne einen Tag so gerne mal der Smasher. Nein. Jetzt beantworte die Frage zuerst. Einen Tag mit einem Menschen tauschen, ja. Und zwar wäre es egal welcher. Hauptsache mal jemand, der genau das Gegenteil ist von mir. Sprich, total viel Kohle. Ah, okay. Was meinst du denn jetzt? Nix, nix, erzähl ruhig weiter. Wichser! Ja, keine Ahnung. Aber einfach immer irgendjemand, der Kohle hat, so, um einfach mal alles wirklich austesten zu können, was es gibt. Hier Bungee Jumping, einfach mal die ganze Scheiße an einem Tag durchreißen. Hier aus dem Flugzeug rausspringen, mal ohne Fallschirm und eingeholt werden mit einem, der einen Fallschirm hat. Das machen wir das geil. Zusammen, ne? Ja. Bitte? Machen wir zusammen, ne? Ja, ja. Du springst als erstes ohne raus, ich hol dich dann ein. Also, ich beantworte einfach, weil ja, nein, was du sagst. Meine Kamera. Oh, warte, ja, siehst du, die denkt sich auch immer voller Spaß, manchmal unscharf. Der ist schon scharf genug, denkt die sich. Also, ich habe so einen ähnlichen, also die Idee ist natürlich nicht schlecht, ja, so mal alles auszuleben. Aber was ich jetzt gerne, ich bin zum Beispiel ein extrem guter Helikopterpilot, weil ich würde mal gerne Helikopter fliegen. Da hätte ich mal Bock drauf. Du stürzt sogar in Battlefield 3 ab. Gar nicht wahr, Alter. Heiße ich hier Smasher, ja? Alter, nee. Ich würde total gerne Helikopter fliegen. Oh, invertiert. Lol. Ja, richtig. Steigst in Battlefield ein, fliegst hoch, knallst runter. Nee, das ist immer so geil, die Battlefield-Pilot. Hey, serious, can you fly with the helicopter? No problem. Nee, da hätte ich echt Bock drauf. Also einer, der wirklich fliegen kann. Boah, meine Kamera geht mir auf den Sack. So. Einer, der wirklich gut fliegen kann. Ja, da hätte ich echt Bock drauf. Die ist scheiße, die denkt sich die ganze Zeit, boah, voll der Spaß, boah. Ja, wie auch immer. Fragen beantwortet, lange genug gequatscht. Morgen geht's weiter. Wir halten's Maul. Tschüss.